Wie war Ihre Schulzeit während des Dritten Reichs? Ja, ich bin der erste Schuljahrgang, 1940 war der erste Schuljahrgang, der keine Schultüte bekommen hat. Also als Sparmaßnahme. Das war etwas, damals fand ich verbitternd, weil im nächsten Jahr haben sie doch wieder eine Schultüte gekriegt, wenn auch eine sparsame natürlich. Ja, ich war also in drei verschiedenen Schulen. Erst in Wuppertal. Dann eine Zeit lang bei meiner Großmutter auf der Schwäbischen Alb, als meine jüngste Schwester bevorstand, wurde ich dahin abgestellt. Dann wieder in Wuppertal. Dann wieder, als wir dann eigentlich mehr oder weniger ganz nach Lautlingen gegangen waren, in Lautlingen, was natürlich eine Dorfgrundschule war. Und dann das letzte, der Teil des, der vierten Klasse noch in Bamberg. Also eine große Schule. Ja, Nationalsozialismus war natürlich überall irgendwie präsent. Ja, am 20. Juli wurde, Führers Geburtstag, wurde seine Rede am Radio gehört. Und also in Lautlingen erstaunlicherweise, wo das sich sonst gar nicht so ausgehört hat, da wir uns dann jeden Tag vor der Klasse stehen, angetreten und dann Heil Hitler. Und in Bamberg gab es jeden Donnerstag oder sowas, weiß ich nicht mehr genau, eine Art Morgenandacht, wo was verlesen wurde und dann Flagge gehisst. Ja. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie, dass bis auf Sie 1944 die ganze Schulklasse ja zum Jungvolk dann ging. Warum Sie nicht? Können Sie das noch mal kurz schildern? Naja, es waren alle diejenigen, die das entsprechende Alter hatten. Ja. Ich war 3 Tage zu jung. Der Stichtag war der 30. Juni und mein Geburtstag am 3. Juli. Deswegen wäre ich erst im nächsten Jahr fällig gewesen. Ja. Ich hätte mich freiwillig melden können, das wollte ich auch, aber das hat meine Mutter sabotiert. Mit Hilfe des Arztes. Und ich habe es nicht gemerkt, aber ich habe es akzeptiert. Gesagt, ich sei doch ein bisschen noch dünn und nicht kräftig genug. Er war sehr schnell gewachsen damals. Hat Sie das geärgert, dass Sie nicht mit den anderen Schulkameraden mitgehen konnten, sage ich Also, es mal? hat mich schon ein bisschen geärgert, aber erstaunlicherweise war die Sache dann abgehakt und ja.